Herzlich willkommen bei Analytisch Diskursiv. Wir tagen heute im Josefinum, das ist einer der interessanten Wissenschaftsorte der Stadt Wien, eine Sammlung von Wachsmodellen für Studentinnen und Studenten. Als solcher wurde das gegründet. Wir diskutieren über die Faszination an der Entzauberung des menschlichen Körpers. Wir haben in den letzten Jahrzehnten ja erlebt, dass Gunther von Hagen mit seinen Plastinaten ein sehr großes Interesse der Öffentlichkeit für Körperpräparate attrahiert hat. Und es ist ein interessantes Thema. Ich glaube, es gibt kaum mehr jemanden, der sich nicht auch im Alltag für das Körperliche im Spannungsfeld von Gesundheit und Schönheit, jeder bastelt ein Stückchen an der Skulptur seines Körpers, Gesundheit arbeitet, ein riesiges Interesse ist entstanden. Meine Gesprächspartner, Partnerinnen sind Frau Dr. Christiane Trummel, sie ist Vizerektorin der Medizinischen Universität Wien und sie ist für das Josefinum verantwortlich und hat große, interessante Pläne dafür. Sie hat Rechtswissenschaften studiert, war zwischen 1992 und 1911 Geschäftsführerin der Ethikkommission der Medizinischen Universität Wien. Sie ist seit 2007 Vorsitzende der Bioethikkommission und in ihrem Zuständigkeitsbereich im Rektorat der Medizinischen Universität befindet sich die Bibliothek, die Sammlungen für Geschichte der Medizin, das Josefinum. Neben mir sitzt Frau Professor Maria Teschler-Nicola. Sie hat eine Arbeit, die in den letzten 20 Jahren auch eine turbulente Geschichte hatte. In ihrem Bereich im Naturhistorischen Museum, unter ihrer Leitung finden sich die anthropologischen Sammlungen. Ich kann mich noch gut an den sogenannten Rassensaal des Naturhistorischen Museums, der in der Tat ein Ärgernis war, erinnern. Und ich Anfang 1997 ist dieser Rassensaal dann zugesperrt worden und jetzt gibt es eine adäquate Auseinandersetzung mit Anthropologie an dem dafür verantwortlichen Museum und Frau Teschler-Nicola hat diese Gestaltungsarbeit geleistet. Herr Universitätsdozent Dr. Andreas Weigl hat sich für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Universität Wien habilitiert. Er leitet den Bereich wissenschaftliche Projekte und Kooperationen im Wiener Stadt- und Landesarchiv, aber du hast es geschafft, den wissenschaftlichen Teil deines Lebens mit großem Erfolg und Intensität lebendig zu halten. Und er ist auch einer der wenigen, die sich kontinuierlich mit Fragen der Sozialgeschichte und Geschichte der Medizin auseinandersetzen. Andere Forschungsschwerpunkte außer der Geschichte der Medizin ist die historische Demografie und Fragen der Stadtgeschichte. Herzlich willkommen. Der menschliche Körper ist trotz dieser Auseinandersetzung, die die Medizin und auch die Ästhetik und unterschiedliche Initiativbewegungen mit ihm machen, weiterhin, aber darüber werden wir auch reden, mit Tabuisierungen besetzt. Die europäische Kultur, aber vielleicht das ist nur einmal eine Arbeitshypothese, war durch vielfältige körperfeindliche Haltungen geprägt. Dabei hat die katholische Religion eine Rolle gespielt. Nacktheit war in höchstem Maß tabuisiert. Gibt es eine interessante These eines bedeutenden Anthropologen und Historikers Norbert Elias? Er hat ein zweibändiges Werk herausgegeben über einen Prozess der Zivilisation und in dieser Darstellung entwickelt er, dass die Scham- und Peinlichkeitsgrenzen in der europäischen Geschichte eigentlich gegen eine Vorvermutung ständig angestiegen seien und dass das, wovon man eigentlich vermuten würde, das ist Naturgeschichte oder
Der Körper, was geht das Historiker an? Das ist ja etwas, was immer bleiben wird. Sagt er, das sei einem säkularen Wandel unterworfen gewesen, wo Scham- und Peinlichkeitsgrenzen angestiegen werden. Dem ist massiv widersprochen worden, leider erst nach dem Tod von Norbert Elias, von einem Ethnologen namens Hans-Peter Dürr. Und der hat eine Gegenthese eingenommen und hat gesagt, dort, wo es um den Körper und sehr naturnahe, unter Anführungszeichen, Themen geht, da ändert sich nichts und die Dinge bleiben als menschliche Universalien in einem relativ unveränderten Bereich. Darüber wollen wir an diesem Abend sprechen. Meine erste Frage an das Podium ist, welche Traditionen sind denn hinsichtlich des Körpers wirksam? Ist das, wie stehen Sie zu den genannten Entwicklungen? Körperfeindlichkeit. Ich frage zuerst die Hausherrin im Josephinum, die Frau Kollegin Trommel. Zur Körperfeindlichkeit? Na, zu jenen Mentalitäten, die wirksam sind, wenn man über Körper spricht. Kann man da jetzt für Europa eine einheitliche Entwicklung identifizieren? Und wenn, welche? Also wenn wir von einem heutigen Standpunkt ausgehen, dann hat sich ja die Betrachtungsweise des Körpers insofern geändert, dass es vielleicht nicht mehr nur der Körper als der Leib ist, sondern der Körper irgendwie die Summe aller Gene, die wir haben. Der Körper wird gesehen auch als Ware, als Commodity. Das ist genau dieser Punkt, wo wir im Rahmen der Bioethik immer entgegenarbeiten, um den Körper eben nicht als Ware zu sehen. Aber es hat sich da schon sehr das Bewusstsein geändert, dass wir gegenüber unserem eigenen Körper haben und gegenüber dem Körper, der im Rahmen der Medizin und durch die ganzen Entwicklungen, die Weiterentwicklungen der Wissenschaft sich uns heute darstellen. Ist das eher, frage ich auch euch, eine Entwicklung der Befreiung oder kommen da auch neue Zwänge? Also ich denke, also eine große Rolle, glaube ich, hat auch die Anatomie gespielt und da hat sich ja einiges geändert vom 16. Jahrhundert beginnend oder 17. Jahrhundert, wo die Anatomie einfach, also wird ja auch als Zeitalter der Anatomie bezeichnet, wo man entdeckt hat, was man da alles eigentlich sehen kann und Theater veranstaltet wurden, in dem auch der normale Bürger Einblick nehmen durfte in den Körper, auch wenn das nur eine ganz bestimmte kleine Gruppe war und nicht Heißt das Theater im Sinne das heißt einer Sektion, oder? Theater. Ich spreche da jetzt von der Anatomie und den Sektionen. Ja. Das hat ganz, ganz sicher auch... War das eine Art öffentlicher Vorlesung? Das waren öffentliche Vorlesungen, wo also bestimmte Menschen, natürlich war es nicht für alle zugänglich, es war so für die höhere Gesellschaftsschicht möglich, solche Schausektionen anzuschauen oder daran teilzunehmen. Das ist eigentlich eine spannende Entwicklung, da gibt es dann auch diesen Schnittpunkt zwischen Anatomie und der Kunst, mhm. Weil ja auch viele Künstler begonnen haben zu sezieren, also mehr zu machen, sich für die Teile des Körpers zu interessieren, aus einem ganz anderen Grund natürlich, weil man halt auch versucht hat, hier in der bildenden Kunst genauer zu arbeiten, in der Renaissance, mhm. abzubilden, was halt ein Muskel sein sollte oder wie er ausschauen sollte und so weiter. Und interessant ist sicher dann der Wechsel auch oder der Wandel im 19. Jahrhundert, dann wird die Anatomie und die Sicht vielleicht auf die Körper auch eine etwas andere. Das 19. Jahrhundert ist dann so eine Zeit, wo die Anatomie eigentlich stärker für Experten da ist oder eine Wissenschaft, eine Naturwissenschaft wird für Experten und sozusagen die Gesellschaft eigentlich ausgeschlossen ist oder ausgeschlossen war. Ich meine, inwiefern diese Entwicklung im 17., 18. Jahrhundert etwas beigetragen hat zur Wahrnehmung des Körpers, kann ich so nicht sagen. Nicht aber, mit Sicherheit sagen, aber ich denke du bist wohl, ja auch verantwortlich für die eine anthropologische
Sammlung, die ja, im Grunde ja auch zeigt, wie in anderen Kulturen mit Körper umgegangen wird. Ist das eine sehr beliebte und vielleicht unkritisch datierte Entwicklung, dass man von dem körperfeindlichen Europa spricht, oder sind da die Kulturen einander gar nicht so unähnlich, wenn man in andere Kulturen reinschaut, im Hinblick auf jetzt Haltungen dem Körper gegenüber, so also wie im europäischen Bereich? Ich meine, ich bin keine Völkerkundlerin, aber ich denke, dass die Körperfeindlichkeit vielleicht eher wir in den europäischen Kultur, im europäischen Kulturkreis begegnen, als in anderen Kulturkreisen. Also ich möchte vielleicht noch einmal zurückkommen auf die, was du eingangs erwähnt hast, die Elias-These, die ja jetzt wissenschaftsgeschichtlich ohne Zweifel von ein großes Verdienst war von Elias, aber im Sinne eines linearen Trends, glaube ich, revidiert werden muss und ja auch revidiert wurde. Ich würde da eher auch so Wellenbewegungen sehen, wenn wir also denken an etwa die Renaissance versus dann das 19. Jahrhundert, das ja besonders in Europa ja durch besondere Distanz zum Körper, und man könnte, glaube ich, auch sicher zutreffend Körperfeindlichkeit nennen, in gewisser Weise gekennzeichnet war. Wobei ich anregen würde, auch die Haltung zum Körper in Relation zu Entwicklungen der Medizingeschichte zu sehen. Also inwiefern, das wäre eine These, die ich einmal vortragen oder anregen würde, ist, inwiefern die Liberalisierung, die wir in den letzten Jahrzehnten in der westlichen Welt beobachten können, inwieweit das nicht auch mit Machbarkeiten der modernen Medizin korreliert ist. Gegenbeispiel, wir haben Entwicklungen, gesellschaftliche Entwicklungen etwa im radikal-islamischen Bereich, die durch besondere Körperfeindlichkeit gekennzeichnet sind, und ich glaube, das sind auch jene Weltregionen, in denen die moderne Medizin in ihrer Akzeptanz eine geringe Rolle spielt. Aber vielleicht ist die These zu überspitzt. Aber du hast in deinem Eingangsstatement auch etwas Ähnliches formuliert, aber ist das im Sinne deiner These, dass die Medizin zunehmend auch Einfluss nimmt auf Alltagswahrnehmungen des Körperlichen, oder also dass sozusagen aus einer Wissenschaft, die sehr entfernt war und wo die Götter in Weiß eigentlich unter Ausschluss der Öffentlichkeit ein Urteil, ein geheimnisvolles Urteil für sich behalten haben, und jetzt entsteht daraus ein Aufklärungsprozess, an dem alle teilnehmen, und die Kundinnen und Kunden schauen bei Dr. Google nach und kommen dann mit ihren mehr oder weniger präzisen Fragen. Also sind wir da in einem neuen Aufklärungsprozess, der von der Medizin nullens wohlens akzeptiert wird, oder von dort ausgeht? Also das sind so viele Dinge, die so jetzt angesprochen werden, dass man da jetzt einmal ein bisschen sortieren muss. Gut. Ja, das Erste ist, wenn ich zwar weiß, wie es im Körper ausschaut, weiß ich nicht unbedingt, wie das, was ich jetzt sehe, auch funktioniert. Und wir sehen ja doch heute, wo es all die Möglichkeiten des Internets und der Darbietung unseres Wissens gibt, dass nicht unbedingt die Erkenntnis über den eigenen Körper und sein Funktionieren größer geworden ist. Weil sonst hätten wir nicht nach wie vor viele ungewollte Schwangerschaften. Ja? Das müsste ja auch irgendwie korrelieren, dass man weiß, wie die zustande kommen, dass man da auch vielleicht besser agiert. Früher war es ja anders, da wussten ja die Frauen gar nicht, wie überhaupt es zu einer Schwangerschaft kommt. Wenn ich an dieses Buch von Edward Shorter über den Körper der Frau denke, wo er noch berichtet, dass vor kurzer Zeit geglaubt wurde, dass die Gebärmutter ein Tier ist, das aus der Frau herausmarschiert, durch einen Bach schwimmt und wieder hineinklettert, dann muss man sagen, sind wir schon sehr weit gekommen. Aber vielleicht Fußnote,
Edward Short, der Sozialhistoriker, einige lange Zeit an einem prominenten medizinhistorischen Lehrstuhl, Hannah Chair in Kanada, der hat ein Buch über den weiblichen Körper als Schicksal, glaube ich, so heißt es, hat dort, damit er nicht über die Köpfe jetzt denkt und spricht, hat er ein paar Jahre Medizin studiert, hat er erzählt. Ja. Mit der Weise, ob wirklich geschieht. Ja. Wobei ich da auch noch vielleicht ergänzen möchte, dass das ist ja durchaus, ich meinte das jetzt auch nicht im Sinne einer linearen Fortschrittsgeschichte, das kann ja auch durchaus widersprüchliche Wirkungen zeigen. Wir denken, wenn wir etwa daran denken, dass Medizinerinnen und Mediziner, glaube ich, global beklagen, die Selbstdiagnositis via Internet, also wo Patientinnen und Patienten meinen, wenn sie nur lange genug googeln, dann wissen sie, wo das Problem zu verorten ist und am besten auch gleich noch, wie sie es entsprechend therapieren sollten. Und mit solchen Vorschlägen kommen sie dann auch, werden dann auch die manchmal leidenden Ärztinnen und Ärzte konfrontiert. Also man sieht, dass das natürlich auch nicht immer nur positive Wirkungen zeigt. Aber ich denke doch, dass Machbarkeiten eine Rolle spielen in diesem Zusammenhang. Kollegin Teschler. Ja, also ich meine, da kommen wir jetzt eigentlich auch zu dem Punkt, glaube ich, wo man Ausstellungsaktivitäten, nicht nur Internet, sondern halt auch über Inszenierungen des menschlichen Körpers, ist da halt in den letzten Jahren auch sehr viel also versucht worden, in Richtung Aufklärung über den menschlichen Körper zu präsentieren. Ich meine, die Hagens Körperweltenausstellung kann man jetzt sehen. War im Naturhistorischen Museum. Man ne? kann sie jetzt beurteilen, wie man will. Also ich denke, dass die Hälfte vielleicht hier eher kritisch und die andere Hälfte vielleicht begeistert ist von der Ausstellung. Wie war das auch, bei euch im Museum, also, wie es darum ging, die Ausstellung zu nehmen? Es ist das erfolgreichste Jahr aller Zeiten gewesen im Naturhistorischen Museum, diese Ausstellung dort zu zeigen. Hat in der kurzen Zeit, in der sie da war, 200.000 Besucher gebracht. Was mich aber am meisten eigentlich erstaunt hat, ist die Tatsache, dass man innerhalb einer relativ kurzen Zeitspanne, nämlich zwischen 1997 und 1998, als die Ausstellung das erste Mal in Mannheim gezeigt wurde, ein unglaubliches Echo, auch ein sozusagen sehr kritisches Echo da war. Und dass sich also jetzt mit der Zeit, in den letzten eben 14, 15 Jahren, diesbezüglich alles eingeschliffen hat. Also man hat akzeptiert, dass man Körper so darstellen kann, auch dass man da nicht jetzt unbedingt wirklich alle Details erfahren kann, denn das stellt sich für mich als große Frage. Was kann der Laie wirklich sehen, außer schöne Objekte wahrnehmen? Kann er wirklich etwas lernen aus dieser Präsentation? Aber die Tatsache, dass die Ausstellung eigentlich von einigen wenigen Kommentaren, und die sind sozusagen im Haus geblieben oder sind direkt an die Leitung herangebracht worden, kein Bericht, kein kritischer Bericht mir in Erinnerung ist, der irgendwie auch zu der Art der Präsentation und zum Thema menschlicher Körper in der Öffentlichkeit Stellung genommen hätte. Es ist begeistert angenommen worden, war eine großartige Ausstellung und hat dem Naturhistorischen Museum 200.000, also insgesamt dann 700.000 Besucher im Jahr beschert, was ein Jahresrekord war. Du bist ja seit Anfang der 90er Jahre in Ethikkommissionen leitend, teilnehmend tätig gewesen. Wie hat sich denn diese Diskussion, wenn wir schon jetzt bei dem Gunther von Hagen sehen, gab es da Auseinandersetzungen in der Ethikkommission? Und was waren die Fragen, die ihr diskutiert habt? Naja, ich glaube schon, dass das ein Thema, auch wenn es nicht mehr so in der Öffentlichkeit diskutiert ist, das durchaus präsent ist, weil ich da schon in mancher Hinsicht einen Wertungswiderspruch sehe im Rahmen der Forschung auf einer medizinischen Universität in einem Spital, sind große Voraussetzungen zu erfüllen, um überhaupt 5 Milliliter Blut
abzunehmen für einen wertvollen Forschungszweck und so weiter und so fort. Und auf mit vielen Formularen. Und mit Formularen, mit Begründungen, mit Diskussionen, mit Datenschutz und Ähnlichem. Und auf der anderen Seite sind die Körperwelten ein sicher sehr geschickt präsentiertes Ensemble, aber ja kein wissenschaftliches Projekt, sondern eigentlich ein Business. Und es handelt sich ja um ganze Körper, wo wir unzählige andere Bestimmungen eben von der Störung, der Verbot der Störung der Totenruhe und so weiter und so fort haben. Und dieser Wertungswiderspruch, dieses Spannungsfeld zwischen dem wichtigen Forschungsprojekt, auch wenn es nur noch so klein und harmlos ist, da geht es ja nicht um Vivisektion, sondern nur um Kleinigkeiten, den finde ich schon sehr interessant und der ist natürlich schon Grund auch für Diskussionen, wiewohl wir wissen, dass es gibt ja Judikatur zu den Körperwelten, dass das im Rahmen auch der Gerichte als Freiheit der Kunst hier eingeschätzt wird. Ja. Und da ist es natürlich... Aber es war schon spannend, aber bei euch im Naturhistorischen Museum waren das ja sozusagen zwei Welten. Einerseits hat man Präparate dann doch mit langen Diskussionen und wichtigen Publikationen einer Bestattung zugeführt und dann zeigt das Museum diese Ausstellung. Also gab es da auch ein Spannungsfeld der Diskussion? Also ich würd sagen, ja, das ist also intern eher passiert und wenig an die Öffentlichkeit gedrungen. Ich meine, wir sind ja normalerweise nicht mit dem lebenden Körper beschäftigt als Anthropologen, sondern wir gerade am Naturhistorischen Museum, haben einen Riesenschatz an osteologischem Material, ich sage jetzt Material, an Skelettresten, menschlichen Skelettresten zu verwalten und auch dafür zu sorgen, dass diese Objekte, die uns anvertraut sind, als Kuratoren ethisch behandelt werden und dass wir uns Gedanken machen darüber, wie man damit umgehen soll und ob ich zum Beispiel das, was Hirtl gesammelt hat, wenn er stolz darauf ist, dass er die vom Galgen hergeholt hat, darf ich das weiter verwenden? Ich muss mir ja auch in der Anthropologie, wir haben keine Ethikkommission wie die Mediziner, aber als Anthropologin muss ich mir genau solche Gedanken darüber machen, was darf ich denn und was sind die Bedingungen, die mich auch daran hindern oder die blockieren, also diese Objekte für wissenschaftliche Forschung zu verwenden. Wir haben so eine nebulose Vorstellung. Es gibt ja keine konkreten Vorschriften und wir können den Code of Ethics verwenden, aber er sagt nicht, wenn der jetzt aus einer illegalen Raubaktion stammt, der Schädel, mit dem ich da jetzt Wissenschaft betreiben muss, ob ich den weiter verwenden darf oder nicht. Also wir sind in einer schwierigen Situation in der Anthropologie, wie ich mit den Menschenresten umgehe und unsere es gibt ja schon für mich sehr akzeptable, sympathische Entwicklungen, dass man einen Kopf einer nicht als Trophäe noch darstellt, sondern Jahrhunderte später einer Bestattung zuführt. Das ist doch Ausdruck einer ethischen Haltung. Ja, ich weiß, worauf du jetzt anspielst. Ja. Du spielst vielleicht jetzt auf die schwierigen Fragen der Restitution und der Wiederbestattung von menschlichen Resten an, die im 19. Jahrhundert unter ganz eigenartigen Bedingungen eben sozusagen den damaligen Kopf vom Kara Mustafa. Ne? Ja, ist zum Beispiel ein Beispiel, aber wir könnten da natürlich ganz viele weitere anführen. Kara Mustafa ist eine bekannte Persönlichkeit. Wir haben Rückforderungen auch von australischen Indigenen, von Communities, die einfach aus religiösen und anderen Gründen ihre Verstorbenen zurückhaben wollen. Das sind Prozesse, die uns schon eigentlich jetzt mehrere Jahre beschäftigen und wo es uns und auch der Leitung des Museums und auch dem Bundesministerium und den involvierten Gremien überlassen bleibt, zu entscheiden, ob man zustimmt, ob man das ausgliedert, ausnimmt aus der Wissenschaft. Also ich möchte vor allem an die
Frau Witzek, dann an dich die Frage stellen. Für mich ist das ein Stückchen auch widersprüchlich. Auf der einen Seite kann ich mich an die Heftigkeit der Diskussionen 96, wie der Gunter von Hagen zum ersten Mal diese Ausstellung gemacht hat, erinnern. Und im Grunde ist das jetzt eigentlich akzeptiert. Ja, es ist, hat sich das Business durchgesetzt. Hm? Einerseits, auf der anderen Seite ist genau diese Zeit auch eine Zeit, wo Ethikstandards sehr gestiegen sind. Eigentlich eine merkwürdige, ein merkwürdiger Widerspruch. Wie siehst du das? Naja, ich glaube, wir sollten lernen aus dieser Situation. Es zeigt uns, dass das Interesse am Körper, an der Gesundheit, an dem Menschsein an sich sehr groß ist und sichtlich ein Kassenschlager ist und dass die Leute sich dafür interessieren, und zwar quer durch alle Bildungsschichten, quer durch alle Weltanschauungsschichten gehen sie hin und zahlen ja einen meist hohen Betrag für diese Ausstellung. Das heißt, man muss einfach etwas bieten, was die Menschen an der Anatomie interessiert. Da denke ich mir, sind unsere Exponate ja auch wie geschaffen dazu, einzuladen und den Körper herzuzeigen. Man muss es halt nur ins Licht setzen, das eben auch die Menschen interessiert. Ich glaube, nachdem ja hier eine Judikatur etc. in Bezug auf die Körperwelten existiert, ist das für den ersten Fall einmal erledigt. Mhm. Nichtsdestotrotz, es gibt ICOM-Richtlinien in Bezug auf Ethik, wie anatomische Ausstellungen etc. gemacht werden sollen. Das bezieht sich nicht auf die Körperwelt, weil die ist keine anatomische Ausstellung, aber natürlich auf die Anthropologie und die ganzen anthropologischen Exponate, sei es im Naturhistorischen Museum oder sonst irgendwo. Und da hat sich schon durch die Zeit eine andere Haltung gebracht, wo früher Repatriierung und Bestattung das Wesentliche waren, sind heute die Punkte, wie ist es dargestellt, ist es, wie ist die, gibt es womöglich eine Einverständniserklärung oder ähnliche Dinge. Das hat sich einfach durch die Zeiten geändert. Mhm. Wir haben ja für die Titel der Veranstaltung einen Begriff von Max Weber genommen, der hat am Beginn des Jahrhunderts mit dem Blick auf das, was die Wissenschaften tun, von einer Entzauberung der Welt gesprochen. Findet diese Entzauberung, einmal eine Frage an das Podium, ist das so, kann man diesen Begriff unterschreiben? Er wurde ja hier auch schon in Frage gestellt. In Wahrheit sieht man bei dem Gunter von Hagen ja keine Funktionszusammenhänge, und es ist die Frage, ob man da wirklich etwas lernt oder ob das eher einen Voyeurismus befriedigt, aber findet diese Entzauberung der Welt statt? Ich meine, es ist ja skurril für mich, zu sehen, gerade in dieser von Hagens Ausstellung, dass er mit dem Begriff Schönheit operiert und damit eigentlich entzaubert. Für ihn ist sozusagen die Ästhetik dieser Ausstellung ein wichtiges Thema. Und gleichzeitig zeigt er Objekte, was ich gar nicht verstehe, eben die nichts mit Zauber zu tun haben können, wie missgebildete Föten und so weiter. Also schlimmer, als man sich das irgendwie vorstellen kann. Er hat das ziemlich auch bei der Wiener Ausstellung im Messepalast meiner Ansicht nach Grenzen überschritten. Zwar kritisiert er die alten pathologischen Sammlungen, weil sie halt irgendwie diese Objekte konservieren und für sensationelle Führungen oder ich weiß nicht was herzeigen, aber selbst beschritt er diesen Weg ja auch. Er hat also auch Plastinate von Flöten, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnern kannst, gezeigt ohne Kommentar. Also Aber er will es ja nicht wissenschaftlich darstellen, er will es auch nicht erklären. Er rechnet, glaube ich, mit den Instinkten, den vielleicht etwas animalischeren oder was immer Instinkten Voyeurismus der Menschen, Dinge anzuschauen. Mag sein. Ja, das ist aber genau der Punkt, der mich eigentlich an der Geschichte auch stört, dass er seinen Anspruch
etwas zu erklären oder aufzuklären, eigentlich hinter seinem Anspruch der Selbstverwirklichung als Künstler zurückbleibt. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich der Punkt, der mich stört. Er sagt eigentlich, er bewirbt diese Ausstellung anders, als es dann für den Besucher rüberkommt. Ich frage den Historiker, was sind denn die großen Linien von Körpergeschichte, also historische Bögen? Ich würde da doch auch, man kann jetzt über eine einzelne Ausstellung jetzt nicht generalisieren, aber ich würde das schon auch in Zusammenhang setzen mit der Medizingeschichte. Wenn wir daran denken, die gegenständliche Sammlung, die wir heute gesehen haben, ist nicht ganz zufällig im späten 18. Jahrhundert initiiert worden, in einer Phase der epidemiologischen Geschichte, in dem eben diese alten apokalyptischen Reiter, also man denke nur etwa an die Pestepidemien, an Schrecken verloren haben, jedenfalls in großen Teilen Europas nicht mehr aufgetreten sind. Es schien, dass man durch, wie man es damals genannt hat, medizinische Polizei, durch Quarantänemaßnahmen, durch Cordon Sanitaire, dass man bestimmte Probleme, die man früher hatte mit der Seucheneinschleppung, dass man die in den Griff bekommen kann. Die Cholera und einige andere Epidemien haben dann zwar im 19. Jahrhundert wieder gezeigt, dass diese Systeme doch noch nicht so perfekt funktionieren, aber der Anspruch, ich würde schon in Zusammenhang stehen, mit diesem aufklärerischen Anspruch durch Demonstration, durch Nachbildung mehr über den menschlichen Körper und seine Funktionsweise zu wissen. Zugegebenermaßen bei der konkreten Sammlung primär für die Spezialisten gedacht, aber doch auch mit dem perspektivischen Glauben an die allgemeine Glückseligkeit, wie es damals geheißen hat, also letztlich die Lebensbedingungen zu verbessern. Und jetzt will ich das nicht auf die Hagen-Ausstellung beziehen, aber dieser Drang, immer mehr doch auch an ein breites Publikum heranzubringen, an Wissen über den Körper, ob das jetzt immer professionell ist oder eher der Schaulust dient, ist eine gesonderte Frage, hat doch wohl auch zu tun mit Möglichkeiten, die im medizinischen Bereich zu finden waren und sind. War das ein breiteres Publikum am Beginn schon oder war es eine Hilfssammlung für den Unterricht? Es war natürlich primär eine Hilfssammlung für den Unterricht, aber genauso wie Leopold II. Damals in Florenz auch sein Museum geöffnet hat für die Bevölkerung und nicht nur ein eigenes Kabinett hatte, wo er selber sich aufgehalten hat, war das hier auch öffentlich getrennt nach niederem Stand und dem Adel, wurden die Leute hier eingelassen. Und durfte an Sektionen? Sektionen waren das hier nicht, weil hier sind ja die Wachsmodelle, ja, die sind Gott sei Dank. Wenn es Sektionen gab, durften da auch. Das weiß ich jetzt nicht, wie die Sektionen, ob die zu der Zeit in Wien öffentlich waren, das kann ich nicht das sagen. Das wäre ich jetzt auch, ich glaube öffentlich waren sie nicht. Aber ich möchte nur daran erinnern, dass, also wenn wir jetzt etwa 50, 60 Jahre weitergehen, war doch gerade diese berühmte Wiener Schule, was man nachträglich kritisieren mag, durch sogenannten therapeutischen Nihilismus gekennzeichnet. Das heißt, man meinte damals, eigentlich alles erklären zu können, aber man konnte nicht viel helfen, man konnte nicht Therapien, wenn man davon absieht, dass man präventiv vorsieht. Aus der heutigen Zeit ist das natürlich sehr leicht zu sagen, aber zu einer Zeit, wo man eben nicht wusste, wie der Zusammenhang war, kann man das vielleicht nicht anders beantworten. Ja, ja. Irgendwo muss ich ja mich fortentwickeln. Ein wesentlicher Aspekt, finde ich, ist auch die Entwicklung der Technik, der ganzen Präparationstechnik, die da auch hineinspielt, oder auch wieder die Anatomie. Ich meine, die Herstellung von diesen Wachspräparaten, die war ja auch, jetzt sicher nicht jetzt zentral begründet dadurch, aber man hat ja auch gehofft, dass man sich dann, wenn man so schöne Präparate hatte, sezieren irgendwie ersparen könnte. Ja? Das ist ja,
eigentlich die Mediziner haben ja erst später Hand an den Patienten angelegt. Vielleicht war das, ist das sogar den Interessen der Zeit entgegengekommen, so wie du sagst, den Kranken nicht angreifen zu müssen, weil der Shorter beschreibt das ja in seiner Geschichte des Arzt-Patient-Verhältnisses, dass das erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kommt, dass man abhört und auskultiert und vielleicht war der Wunsch, Distanz einzunehmen und sagen, die Ärzte haben Anamnese gemacht. Ja, sie haben sich die Krankengeschichte erzählen lassen, aber nicht Hand angelegt. Naja, und Wachsmodelle anzugreifen, ist nicht so ekelerregend. Naja, man hat auch zu derselben Zeit, ich finde es ja auch interessant, dass das alles in der Zeit von Josef dem Zweiten passiert ist. Dass er diese Wachspräparate angekauft hat. Gleichzeitig ist das ja die Zeit, wo die Pathologie beginnt. Ich hoffe, dass ich da jetzt nichts Falsches sage, weil die ersten Präparate oder die ältesten Präparate, die im Narrenturm aufbewahrt sind, stammen genau aus der Zeit. Also die Pathologie, die Entnahme von Körperteilen beginnt auch genau in der Zeit. Das sind die ältesten Präparate, die wir im Narrenturm haben, datieren auf die Zeit 1810 und ein bisschen älter. Also, 1810, ein bisschen jünger. Genau. Wobei, da möchte ich schon darauf aufmerksam machen, dass das, da ist schon was dran, dass es eine relativ große Distanz zur Arzt-Patient gab. Allerdings muss man dazu sagen, im bürgerlichen Bereich und in der Oberschicht. Denken wir an die Verbreitung des Kindbettfiebers. Das war ja genau das Problem, dass eben ledige Mütter, die im Gebärhaus gebären konnten, sich verpflichten mussten, dann sozusagen als Studienobjekte unter Anführungszeichen zur Verfügung zu stehen. Und durch die Praxis, dass auszubildende Ärzte vorher seziert haben und sich dann ohne die Hände zu waschen in das Gebärhaus marschiert sind, das hat ja zu diesen hohen Todesraten beim Kindbettfieber geführt. Das Kindbettfieber war ja vor den großen Anstalten des 19. und späten 18. Jahrhunderts eine relativ seltene Erkrankung. Ja gut, aber Semmelweis hat ja genau durch die Verschiedenheit der beiden Häuser erkannt, dass es einen Grund dafür geben muss. Und zurück noch zur Auskultation, die wurde ja schon im davorliegenden Jahrhundert durch Auenbrugger entwickelt und erst durch das Zusammenwirken von Skoda und Rokitansky hat man gewisse Schlüsse gezogen und so hat sich die Arzt-Patienten-Beziehung und die Erkenntnis, wie die Pathologie einer Erkrankung sozusagen parallel gegenübergestellt ist, gezeigt. Und das ist ja alles doch eine Entwicklung, wo das eine zum anderen geführt hat. Also ich glaube schon, dass das eine logische, aufbauende Entwicklung war. Auch die Präparationstechnik hat so eine Geschichte. Ja? Die Präparationstechnik, wenn man das mazerieren und dann eben die Korrosion, also die Wachspräparate und letztendlich dann die Korrosionsmethodik und dann eben diese Plastinationsgeschichte anschaut. Also da gibt es auch eine Parallelentwicklung in der Technik der Haltbarmachung von Dokumenten. Mhm. Also jetzt noch einmal zu der Frage der Entzauberung des Körpers und der Faszination dran. Wenn man jetzt, wenn ich an den Shorter, der hier mehrfach zitiert wurde, denke, dann und an die Alltags- und Sozialgeschichte, dann waren die Menschen ihrer Körperlichkeit ja sehr ausgeliefert. Also so wie Shorter das beschreibt, der Körper war mehr Schicksal, während man ja jetzt zunehmend den Eindruck hat, der Körper wird zu einer Skulptur und jeder hat seine eigene Gestaltungsfantasie und Strategie, den Körper sowohl im Hinblick auf Gesundheit als auch im Hinblick von Ästhetik zu gestalten. Mhm. Heißt das, kann man dem zustimmen, dass wir im Hinblick auf Körpergeschichte so einen Autonomieprozess zurückblicken, wo wir ausgeliefert waren und jetzt sind wir ein Stückchen befreit und können gestalten? Aber wir sind ja immer noch ausgeliefert, weil der Körper ist ja
unsere eigene Endlichkeit. Ich meine, wir können den Körper sehen als Objekt, wo man vielleicht gestalten kann, aber in dem Moment, wo er uns in Krankheit und mit dem nahenden oder drohenden Tod begegnet, dann sind wir schon sehr Subjekt. Aber tendenziell. Also je tendenziell, man ist, die, umso tendenziell die Menschen weniger, träumen ja von Ersatz und Prothesen und Verbesserung und im Grunde, glaube ich, ist das schon in den Köpfen aller, dass sie sagen, na, das Knie lasse ich mir erst in 14 Monaten operieren, weil da ist die Technik sicher noch viel besser. Also ein Stückchen, glaube ich, also, träumen viele, ist das hoffen, träumen, das hoffen von einem Gestaltstärker, also die Ausgeliefertheit verlassen zu können und in eine souveräne Position zu treten. Du sagst, das ist nicht adäquat dem, was geschieht, aber ich glaube, mentalitätsgeschichtlich ist das so. Würde ich auch absolut zustimmen. Allerdings ist es natürlich ein Match, das nie ganz gewonnen und auch nie ganz verloren wird. Denn man kann zwar perfekte Knieprothesen haben, aber nach einem Afrika-Urlaub an Ebola sterben. Also das heißt, die Machbarkeitsfantasien haben natürlich auch Grenzen. Man könnte jetzt eine ganze Reihe von Erkrankungen aufzählen, die trotz modernem medizinischen Wissen und Therapien keine sehr gute Prognose haben, wie die Ärzte sagen würden. Also das heißt, es ist sicher nicht so, dass wir den Körper einfach als Ersatzteillager, dem man einfach Legosteine hinzufügt oder ersetzt, betrachten können, und das wird vermutlich auch in 100 Jahren nicht so sein, aber das heißt nicht, dass nicht doch manches heute möglich ist, was vor 100 Jahren völlig undenkbar gewesen wäre. Welchen Einfluss haben denn Reproduktionsmedizin und Transplantationsmedizin auf unser Verständnis vom Körper? Das sind sicher die großen Fragen, die wir heute haben, ja, Reproduktionsmedizin und Transplantationsmedizin auch, weil das das Lebensende betrifft. Wir sind zwischen den Problemen am Anfang des Lebens und den Problemen am Ende des Lebens, die ja beide wesentlich diffuser werden, als sie früher einmal waren, hin und her gerissen. Und das ist sicher gerade die Reproduktionsmedizin mit Eizellspende, mit Leihmüttern, was wir hören in den Zeitungen, wo die Probleme in anderen Ländern liegen, die wir hier nicht kennen, weil das ja gar nicht möglich ist hier, dann sehen wir schon, was für Fragen sich mit dieser Veränderung des Körpers zusehends als Ware zu betrachten ergeben. Ja, es gibt ja eine Diskussion, ich kann mich erinnern, dass Ende des vorigen Jahrhunderts Sloterdijk so eine Diskussion angerissen hat über eine Verbesserung, eine Optimierung des Menschen. Seither gibt es so eine Diskussion, welche Möglichkeiten es gibt, den Menschen nicht nur zu therapieren, sondern tendenziell auch zu verbessern. Er spricht ja dann auch Probleme an, wenn er sagt, wenn man die Gedächtnisfähigkeit etwa verbessert, dann könnte dadurch das gesamte System von Vergessen, was für unser Menschsein auch wichtig ist, dass wir so ein Gleichgewicht von Vergessen und Bewahren haben, in eine problematische Situation. Aber welche Rolle spielen denn derartige Diskussionen in den Ethikkommissionen? Verbesserung des Menschen. Naja, das ist auch ein großes Thema aus der Bioethik, Neuroenhancement. Wie weit, wo beginnt es? Beginnt es schon beim Kaffee, den ich trinke, der mich etwas wacher sein lässt und meine Erinnerung vielleicht auch kurzzeitig verbessert? Oder sind Drogen damit gemeint, inwieweit verändere, kann ich so etwas zulassen, inwieweit verändert es den Einzelnen? Also was ich an der gegenwärtigen Entwicklung durchaus problematisch sehe, übrigens auch aus demografischer Sicht, man kann sicherlich durch gesundheitsbewusstes Leben und durch entsprechende Informationen, wenn man denen folgt,
einiges bewirken, aber so ist auch das eigene Befinden, was die Gesundheit anlangt. Aber es wird ein wenig suggeriert von mancher Seite, man könnte den biologischen Alterungsprozess völlig austricksen. Also ich bringe dann immer das Bild der 80-Jährigen, die einen dreifachen Salto vom 10-Meter-Brett machen, wie es ja bekanntlich auch in der Werbung suggeriert wird. Und da wird einfach, da wird übersehen, dass dass wir letztlich ja doch als Homo sapiens in einem Evolutionsprozess stehen, der bei weitem nicht das Tempo hat wie die technologische Entwicklung. Mhm. Und das sollte man, glaube ich, nie ganz aus den Augen verlieren. Also ich habe einen Freund von mir, ist in der medizinischen Forschung, und der weist auch immer wieder darauf hin, bei allen Training und was immer man zur körperlichen Fitness macht, dass etwa ab dem 40. Lebensjahr der Aufbau von Muskulatur einem Abbau weicht, und dem kann man nicht so ganz entrinnen. Ich habe noch eine letzte Frage an alle drei. Gibt es im Hinblick auf den Umgang mit dem Körper gendermäßige Dinge, die auffallen, große geschlechtsspezifische Unterschiede? Wir haben im Vorfeld schon darüber gesprochen, dass es da unterschiedliche Thesen gibt zwischen einer stärker auf grundsätzliche, universale Unterschiede ausgelegten Argumentation, solchen, dass die Soziale, die Männer, die Frauen haben ein etwas höheres Bewusstsein im Hinblick auf Gesundheit und Umgang mit dem Körper. Aber darf ich da das Podium dazu fragen? Es gibt ja deutliche Ungleichheiten vor dem Tod. 3 Jahre, glaube ich, sterben in demografischen Werten Männer gegenwärtig früher. Du hast in der Vordiskussion schon gesagt, das ist ein kleiner Ausgleich zu dem, was historisch passiert ist. Nein, aber wie schaut das gegenwärtig jetzt in der möglichen Ursachen aus, fragt zuerst. Ja, also 3 Jahre wäre relativ wenig, es sind aber tatsächlich 5 bis 6 Jahre in der westlichen Welt. Ehemaligen Sowjetrepubliken sind es zum Teil 10, 11 Jahre, wo das ist auch gleichzeitig ein Hinweis, dass männliches Risikoverhalten, würde ich es einmal vorsichtig sagen, nicht ganz unbeteiligt ist an diesen Unterschieden. Und tatsächlich zeigen die Forschungen, dass sehr wohl verhaltensbedingte Faktoren eine große Rolle spielen. Allerdings gibt es auch Hinweise, dass es so etwas wie einen gewissen Basisvorteil der weiblichen Bevölkerung auch gibt, von etwa 1,5 Jahren. Was ist das? Das ist bessere Gene? Da gibt es unterschiedliche Theorien dazu, aber die noch nicht im Sinn einer wirklich schlüssigen Theorie gefasst wurden, aber ich weise nur darauf hin, dass nach wie vor auch in unseren Breiten weibliche Säuglinge, also geringere Sterblichkeit haben, die allerdings generell schon sehr gering ist. Und das kann ja kaum an einer Bevorzugung der weiblichen Babys liegen, sondern das muss wohl mit biologischen Faktoren zu tun haben. Ich glaube nur, dass der Unterschied zwischen entwickelten Ländern und Ländern im Süden, in Afrika, extrem groß ist. Dort ist es für Frauen, kann man überhaupt nicht reden, dass sie länger leben als Männer, geschweige denn, dass sie wahrscheinlich genauso lang leben, weil die dort noch die gleichen Probleme haben wie hier die Frauen in der früheren Zeit, 20, 30 Jahre. Die Kinder bekommen, die rein nach eben ein Kind nach dem anderen bekommen, durch die ganze Problematik auch der Schwangerschaften bedroht sind, der vielen, die in Bezug auf die Nahrung schlechter
schlechter versorgt werden als die Männer, wo natürlich ist, dass das Fleisch, wenn es wenig gibt, der Mann bekommt und nicht die Frau, auch wenn sie Schwangerschaften hat und eigentlich mehr Eiweiß braucht. Also da ist noch sehr viel geschehen, sehr viel zu machen. Mhm. Da ist der Unterschied einfach eklatant. Mhm. Also im globalen Maßstab gilt das nicht. Gilt das sicher nicht. Ja, ich meine, wir sehen ja auch, dass zum Beispiel in den früheren Ostblockstaaten es einen Entwicklungsrückstand gibt im Sinne, sieht man in der Körpergröße, mhm. Sieht man in der Entwicklung, also die Lebensbedingungen spielen natürlich eine große Rolle, die ökonomische Situation. Also Körperwachstum und Menarche, Menopause folgen in ihren Werten bestimmten Lebensstandard und Ausschöpfung des genetischen Potenzials. Und da gibt es große Unterschiede. Gesellschaften auch das alles aufgrund der verbesserten Lebensbedingungen. Ist der Körper entzaubert? Gibt es im Umgang mit dem Körperlichen noch Tabus? Und wenn, wo? Ich glaube, es wird immer Tabus geben. Die Tabus ja wachsen nach. Wahrscheinlich, sie verändern sich ein bisschen, aber sie werden nicht ganz verschwinden. Mhm. Bin auch Ihrer Ansicht. Dem kann ich nur zustimmen. Dann enden wir mit Zustimmung. Herzlichen Dank einmal für das Podiumsgespräch. Schön, danke für die Diskussion, für die Teilnahme. Wir werden versuchen, Frau Vizerektorin zu helfen, dass aus diesem Hörsaal wieder der schöne Hörsaal wird. Das ist eine Kulturaufgabe. Danke, dass Sie da waren. Es gibt jetzt noch die Möglichkeit anzustoßen und im kleinen Kreis zu plaudern. Hier sitzt Frau Traxler, die freut sich, wenn sie Mitglied der Gesellschaft der Freunde der Österreichischen Akademie der Wissenschaften werden. Und da gibt es lauter spannende Veranstaltungen. Eine plane ich jetzt mit dem Professor Mitterauer als einer der wenigen Träger des österreichischen Ehrenzeichens und Roland Giertler über die Milchstraße, Lavoir Lacté, über den Weg nach Santiago de Compostela. Und zwar wird das am Montag, den 29. September, sein Ort wird noch bekannt gegeben. Aus diesem Grund und aus anderen sollten Sie Mitglied der Gesellschaft werden. Danke, dass Sie da waren und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Sommer. Auf Wiedersehen.